So, vielen Dank für die Einladung. Ich habe heute die Möglichkeit, Ihnen ICD Scouts und Campus zu präsentieren. Das ist das coolste Talentförderprojekt der Schweiz. Wir von ICD Scouts und Campus machen aktiv etwas gegen den ICT- und MINT-Fachkräftemangel in der Schweiz, und zwar mit einer systematischen Talenterkennung an den Schweizer Volksschulen. Wir scouten und betreuen und fördern diese Talente, die wir gescoutet haben, individuell an unserem Campus. Und dieses Prinzip aus dem Scouting ist im sportlichen Bereich schon seit langem gang und gäbe, in der beruflichen Entwicklung aber leider noch nicht so verankert. Durch dieses Prinzip dieser systematischen Talenterkennung an den Volksschulen wird das Auswahlverfahren für die Lehrbetriebe, wenn es um neue Lehrlinge geht, radikal verändert. Es wird effektiver, weniger anfällig, es basiert auf Fakten, Multichecks oder zum Beispiel ein schauspielerisches Talent an Bewerbungsgesprächen wird ersetzt mit persönlicher Erfahrung und Informatikkompetenz, die im Vorfeld schon erworben wird. Ein weiterer wichtiger, wenn nicht sogar der Hauptgrund, warum ich heute hier vor Ihnen stehe, ist, dass wir im April letzten Jahres an einer Challenge teilgenommen haben von Digital Switzerland. Digital Switzerland ist ein Verbund von Informatikunternehmen aus Bildung, Gesundheit und Wirtschaft, die im Rahmen von einer Challenge, die unter dem Motto Act instead of Talk steht, jedes Jahr innovative und ambitionierte Projekte fördert, die der Schweiz im Bereich der Digitalisierung etwas bringen sollten. Wir haben eine Challenge eingegeben im Bereich Digital Education und haben gesagt, wir schaffen es bis Ende Jahr, den gesamten Lehrkörper von 100 Schweizer Schulen mit einem Programmierworkshop zu schulen. Sie fragen sich jetzt vielleicht, warum wollten oder sollten wir das machen? Wie Sie alle wissen, ist im Rahmen vom Lehrplan 21 Programmieren oder Medien und Informatik das Feld. Ein wesentlicher Bestandteil der Grundausbildung, die Sie den Schülerinnen und Schülern mitgeben müssen. Die Frage ist jetzt nur, sind diese Kompetenzen vorhanden? Können die Schulen das, ein völlig neues Themengebiet, ihren Schülern beibringen? Was wir Ihnen sagen können, ist, dass mit diesem dreistündigen Programmierworkshop, den wir für Lehrpersonen anbieten, wir keine Informatikprofis aus den Lehrern machen können. Was wir können, ist Ihnen die Angst vor einem Themengebiet zu nehmen, das ein wesentlicher Bestandteil des Berufsalltags eines jeden Lehrers werden wird. Das Ganze ist für uns ein Nullsummenspiel. Wir machen das nicht jetzt irgendwie, um die Schulen abzuzocken, sondern sie wollen euch helfen und die Schulen unterstützen. Der ganze Workshop ist online oder vor Ort verfügbar. Kostet vor Ort 50 Franken pro Person, online 10 Franken pro Person. Fragen und Anmeldungen alles über workshop.ict-scouts.ch. Wir haben bisher 20 Schulen ins Boot holen können von 100 Schulen. Wir bekommen von allen Schulen ein enorm gutes Feedback, unter anderem Meldungen wie, wir verstehen endlich, was unsere Schüler in der Freizeit machen. Und ja, mit diesen 20 Schulen sind wir bei 20% und ich hoffe, dass ich mit Ihrer Unterstützung da bis Ende Jahr noch 80 weitere Schulen finde. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.